Te lo digo en español o en suizo? En suizo. Hoi, ich bin Tamara, ich bin UX-UI-Designer bei Ifolor. Ich mache das Leben der Users einfacher. Ich bin in einem Team von 4 Leuten. Wir sind 2 UX-UI-Designer, eine UX-Researcherin und unser Teamlead. Meistens spreche ich auch ein bisschen am Anfang mit dem Olivier, besprechen, weil es so ein bisschen gestern gelaufen ist oder was heute läuft. Dann nehme ich mein Heftchen vor und ich schaue so ein bisschen, was ich heute oder die Woche machen muss. Und ja, ein paar Mühle machen wir dann die Kaffeepause und der Tag fängt an. Unsere Arbeit ist projektbasiert. Es kann ein kleines Projekt sein, das einfach nur ein kleines Feature ist. Oder ein grosses Projekt, das vielleicht über 4 Monate geht. Also die Projekte besprechen wir dann immer zuerst im Team. Zusammen mit der UX-Researcherin entscheiden wir, wie könnte man all die User-Testings machen. Das machen wir meistens mit kreativen Workshops, wo man auch vielleicht rausgehen und eben so mit Card-Sorting oder verschiedenen Methoden entscheiden wir, wie man das alles könnte machen. Ich finde eigentlich super toll, dass wir so eng zusammenarbeiten, weil wir entscheiden immer alles als Team. Wir geben uns auch immer konstruktive Feedbacks und das macht einfach Spass. Also Ifolor finde ich super, weil es hat mir auch die Möglichkeit gegeben, mich weiterzubilden und auch so gesagt, neue Technologien auszuprobieren. Als Produkt selber finde ich Ifolor noch spannend, weil es ist ein digitales Produkt. Der User sieht das vielleicht auf einer Webseite, aber am Schluss bekommt er zuhause ein haptisches Produkt und das macht einfach Freude. Von Ifolor mag ich auch die Flexibilität, weil ich ja einen Hund habe und manchmal muss ich auch von Homeoffice arbeiten.